Ja, es gibt das Spiel so ähnlich mit veränderten Regeln, gibt es manchmal in den USA in so Einkaufszentren. Das geht lange. Wirklich, da kommen die Familien und bringen ihnen was zu essen. Weil die das Auto haben wollen. Guten Abend, hallo. Hi. Na, schauen Sie ruhig, hier sind so ein paar Verrückte, die wollen das Auto gewinnen. Ja, gucken Sie mal. Ja, schön, dass Sie da sind. Ein paar Verrückte. Ja, ja. Oh Gott, sind Sie gestürzt? Nona. Der Dame muss einer helfen. Der Dame muss einer helfen. Sag mal, Leute, habt ihr kein Herz? Die Dame ist gestürzt gerade. Vorm Auto. Na mal los. Wer hilft der Dame wieder auf? Sie liegt da. Sehr gut. Gute Dame. Jetzt bin ich wirklich schwindelig. Ja, nur mal wirklich. Ja. Wissen Sie was? Nebenan, ja? Ja. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Studios sein, wo ein paar Sendungen gedreht werden, die für Sie, sagen wir mal, weniger Stress bedeuten. Ist ja. In Ordnung. Ich bringe Sie kurz rüber, ja? Kommen Sie her. So. Ne? Der Guido Kanz, der wartet am Ausgang. Der nimmt Sie dann. Ne? Guido, kommst du mal? Publikum. So. Sag mal, Leute, ich habe Rauschen auf dem Ohr. Können wir das kurz machen? Können wir kurz? Kannst du einmal? Okay. Ja. So, kurze Pause. Sorry, eine Sekunde Pause. Ich habe Rauschen auf dem Ohr. Also? Nee, immer noch nicht. So, reicht schon, danke schön, geht schon wieder. Ja, tut mir leid, Leute. Ne? Raffaela, Axel, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Leute, ich habe gesagt, nicht loslassen. Auch wenn ich so tue, dass ich ein Rauschen auf dem Ohr habe. Frank, ist ja. Okay. Danke. Danke, Frank. Ja, du hast alles dein Bestes gegeben. Danke, ja. Also, Dankeschön. Also. Ja. Ja. Hey, vielleicht war es auch vielleicht für eine authentische Überzeugung, die Frank da darbieten sollte. Vielleicht fehlt einfach da der Geruch, ne? Es fehlt der Geruch. Vielleicht ist es das. Vielleicht riecht Frank zu gut. Wer weiß. Es gibt ein Mittel, zu dem greife ich nicht gerne. Nein. Der eine oder andere weiß Bescheid. Na, was kommt jetzt? Die alte Geheimwaffe. The return of the poop spray is here. Da ist es wieder, meine Damen und Herren. Lange haben wir es nicht mehr gesehen, ja? Und ich werde es benutzen. Und zwar reichlich. Es ist wirklich infernalisch ekelhaft. Muss man das so schütteln? Ich glaube wohl, ne? Hat sich das richtig schön... So. Wie seht ihr das denn? Ich meine, also ihr werdet ja auch eingenebelt, ne? Also wenn jetzt drei freiwillig gehen, lasse ich es in der Tasche. Wenn wir abschalten, gewinnt keiner das Auto. Okay.
Oh, ist das widerlich. Oh, wie dumm war das denn jetzt? Oh, Alter, Vater Klaas, du bist echt manchmal auch ein Sack. Wirklich. Bah. Tut mir leid, Leute, das ja, ging nicht anders. Ja, bäh, Mimi, lala. Ja, da droht hier in eine falsche Richtung zu laufen. Ich musste reagieren. Herzlich willkommen, ihr seid im Finale. Ich werde jetzt einen Countdown, einen Silent Countdown abfahren, genau 75 Sekunden. Derjenige, der am nächsten dran ist an den 75 Sekunden, der hat gewonnen und ihr müsst selber abschätzen, wann 75 Sekunden vorbei sind und dann sichtbar loslassen. Ganz wichtig, alle Regeln, die bisher galten, sind hinfällig. Das ist jetzt wirklich die finale Runde. Nur einer kann gewinnen, nämlich der, der am nächsten an den 75 Sekunden dran ist. Kein Trick, kein doppelter Boden. Alles klar? Zählt selber mit, das Startsignal gebe ich. Wenn alle losgelassen haben, ist vorbei und dann wird ausgewertet, okay? Ich starte jetzt den Sound. Die Schiedsrichter gucken, die Kameras sind auf euch gerichtet. Und der Sound kommt jetzt. Ich denke mal, die 75 Sekunden sind um. Jetzt langsam, aber sicher kommt es in den rechnerisch unmöglichen Bereich. Glaubt ihr immer noch, dass ihr an 75 Sekunden nah dran seid? Nee, dann könnt ihr loslassen im Prinzip. Und der Sieger steht fest. Jetzt schon. Ich nenne jetzt den Sieger. In dem Fall ist es eine Siegerin. Meine Damen und Herren, gewonnen hat einen Chevrolet Camaro V8 im Wert von über 50.000 Euro. Laura! Herzlichen Glückwunsch! Laura, herzlichen Glückwunsch, jetzt könnt ihr loslassen. Herzlichen Dank, schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Ja? Dankeschön. So, komm mal mit. So. Vielen herzlichen Dank. Danke, Michi. Danke, Dave. Danke, Tobias. Pass auf, wenn sie gleich losfährt, dann hängst du da hinten dran, ne? So, liebe Laura. So. Das ist dein Auto. Schenke ich dir. Wie findest du das? Schön, super. Ja? Ich hätte auch einen Golf 4 genommen, aber das ist auch echt schön. Aber ein Chevrolet Camaro ist auch nicht schlecht, oder? Auf jeden Fall. Ja? Ja, alles vor klar. Allem blau ist echt meine Lieblingsfarbe, also Hyper das Blue. Ist mal das Wichtigste. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt und steig nicht so hart drauf, ja? Dankeschön, das war Klebanamenpreis, die kleine Gewinnerin, die heißt Laura. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das war's, das war Klebanamenpreis. Dankeschön.